Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück zu unserem Sowjetunion Let's Play mit Hearts of Iron 4. Und es ist der 7. Dezember 38 und wir haben doch jetzt einen größeren Krieg vor, den sogenannten Winterkrieg, den sowjetisch-finnischen Krieg. Warum machen wir den? Aus dem gleichen Grund, warum Stalin ihn gemacht hat. Weil er große Angst davor hatte, dass Finnland entweder auf die Seiten der Deutschen wechselt oder wohlmöglich durch Deutschland besetzt wird und dann die deutsche Wehrmacht quasi unmittelbar nördlich von Leningrad steht, 30 Kilometer, und diese Stadt natürlich dann massiv bedroht wäre, außerdem hier der Hafen der baltischen Flotte und so weiter. Also strategisch extrem wichtig, dass dieses Gebiet eigentlich in unsere Kontrolle kommt. Deshalb dieser Krieg, die Finnen waren nicht bereit, hier irgendwelche Kompensationen zu akzeptieren. Nun gibt es nur noch einen Weg. Ja, wie machen wir das Ganze? Dazu kurz mal was zur Lage. Die wichtigsten finnischen Städte liegen hier an der Süd- und Westküste. Das ist auf jeden Fall Viipuri, Helsinki, Turku, Tampere und Vaasa. Insofern das hier tatsächlich auch der zentrale Zugang eigentlich zu dieser Küstenlinie. Historisch haben die Sowjets folgende Strategie versucht, einen massiven Angriff hier, der Hauptangriff dann hier versucht. Sie sind mit einer weiteren Armee, wollten sie hier dem Feind in den Rücken fallen gewissermaßen. Dann hatten sie zwei Armeen hier, eine, die sollte möglichst diesen Bereich hier, der völlig überhaupt nicht ausgebaut war, also für eine Armee sehr schwer zu durchqueren ist, vorrücken, um hier die Nord-Süd-Verbindung abzuschneiden. Hier, glaube ich, sollte noch ein Angriff auf Salla stattfinden. Und hier oben sollten die Finnen von ihren Häfen dort, von ihren Nordmeerhäfen dort abgeschnitten werden. So, das waren, glaube ich, etwa 5 Vorstöße, die damals geplant haben. Wir orientieren uns ein bisschen danach, reduzieren das aber auf 3. Und zwar auch bei uns erfolgt der Hauptvorstoß hier. Wobei es tatsächlich ein Problem gibt, auf das die Sowjets auch gestoßen sind. Die Finnen haben hier nämlich so eine Verteidigungslinie aufgebaut. Ihr seht es hier, 2 Landbefestigungen. Die sogenannte Mannerheim-Linie, nach dem örtlichen Kommandanten oder General genannt, der hier die Verteidigungstruppen koordiniert hat. Die Finnen hatten, glaube ich, etwa 250.000 Mann oder so zur Verfügung. Die Sowjets haben natürlich nicht alles hier in diesen Krieg hineingeworfen, aber sehr, sehr viel. Also sie waren, glaube ich, 3:1 überlegen, was die Soldaten betrifft, und Panzer waren sie unendlich überlegen. Also die Finnen hatten, glaube ich, insgesamt nur 30 Panzer. Ich glaube, die Sowjets 40 mal mehr. So wird es bei uns vermutlich auch sein. Mal gucken. Aber in der Realität haben die Sowjets ziemlich einen auf die Mütze bekommen. Die Finnen haben sich extrem gut verteidigen können. Und es war ein sehr verlustreicher Krieg. Mal gucken, ob wir das irgendwie ein bisschen besser hinkriegen. Also, hatte ich schon gesagt, genau, wir machen dasselbe, auch hier unser Hauptvorstoß. Der zweite, auch das kupfern wir ein bisschen ab. Auch hier versuchen wir vorzustoßen, um hier südlich dem Gegner in den Rücken zu fallen. Wir lassen aber diese ganzen Sperenzien hier in der Mitte weg. Dafür habe ich irgendwie nicht die Division, habe ich das Gefühl. Wir werden dafür massiv hier oben vorstoßen. Zuerst um die Häfen zu sichern und dann vielleicht, um dann einfach vorzurücken, um dann noch Salla hier mit einzunehmen. Ja, mehr ist kaum vermutlich nötig. Also ich hoffe eigentlich, dass wir relativ schnell hier nach Helsinki und zu den anderen Städten durchstoßen und die Sache dann beenden können. Ich habe mir das mal ausgerechnet. Ich schätze, wir brauchen etwa 30 Infanteriedivisionen plus 5 Panzerdivisionen. Wollen wir sehen, wie wir damit hinkommen. Und leider ist das Problem, ich habe hier nicht so viel im Norden. Ich muss hier noch einiges nachziehen. Aber lass uns erstmal die Panzer bewegen. Die gehen dahin, das ist okay. Ich habe blöderweise hier vergessen, sie strategisch zu bewegen. So, dann haben wir einen Panzer noch. Der soll da oben hin, aber auch den habe ich nicht strategisch bewegt. Das müssen wir dann immer nochmal machen. Das ist ein bisschen schade, dass man diesen Befehl dann nochmal geben muss, den Bewegungsbefehl. Aber gut, so ist es eben. Okay, lasst uns den hier stationieren. Der ist für diesen Angriff nördlich des Ladogassees zuständig. So, dann hat die KI hier schon das irgendwie verteilt. Das müssen wir dann nochmal ein bisschen feintunen, aber wir brauchen deutlich mehr Divisionen. Deswegen werden wir welche aus dem Süden nachziehen. Die Frage, ja, ich glaube hier, diese Truppen sind geeignet.
Die NKWD nehmen wir natürlich raus, die Mechanisierte nehme ich auch mal raus, die ist sehr kampfschwach. 14 Divisionen, das müsste genau hinpassen. Die werden wir hier an diese Armee ankoppeln, die jetzt zu groß ist, aber wir nennen sie gleich mal um. Eigentlich ist das mit diesen verschiedenen Namen auch albern, wir nennen die jetzt mal Erste Armee. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nur total schlechte Marschälle. Ich weiß gar nicht, kann man die nachordnen hier? Nee. Auf jeden Fall haben wir wirklich erbärmliche Leute. Nur einser Marschalle, den wollen wir gar nicht nehmen. Wir werden, glaube ich, jetzt mal jemanden befördern zum Marschall. Das Problem ist, er verliert dann eine Fähigkeitsstufe und er verliert auch seine Eigenschaften. Aber wir haben schon zwei gute Panzerkommandanten. Ich glaube, wir können Alexandre Wasilewski durchaus hier zu unserem Feldmarschall ernennen. So, der soll jetzt die Operation führen. So, jetzt wird es ein bisschen knifflig, weil wir jetzt hier von denen das ein bisschen aufteilen müssen. Hier sind jetzt 14 gewählt. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen jetzt 1, 2, 3, 4. Nicht vergessen, strategische Verlegung. Und schicken die ganz in den Norden. Für diese erwähnte Aktion. So. Das war Nummer 1. Dann 1, 2, 3, 4. Auch hier strategische Verlegung. Und die kommen hierhin für diese Operation. Müssen wir noch ein bisschen genauer aufteilen, wenn die dann dort sind. So, und dann nochmal 4. Oder nehmen wir gleich mal die letzten 6 direkt mit. Auch hier natürlich strategische Verlegung. Und die sollen nach Leningrad. Und da müssen wir auch mal sehen. So, das haben wir erstmal so aufgeteilt. Ich habe keine Ahnung. Ach so, was wird einem, glaube ich, angezeigt, wie lange die brauchen, ne? Sieht man das irgendwo? Mir war so, als würde einem das angezeigt werden, wenn man hier rüber geht. Oh, in 3 Tagen und 16 Stunden. Ist ja hervorragend. Na, dann haben wir doch überhaupt kein Zeitproblem. Ja, mir ist das immer mit der strategischen Verlegung nicht so ganz klar, wie lange das dauert. Gut, das haben wir. Was ich nicht vergessen will, wir werden mal diese Ausbildung hier abbrechen. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Die ganze Armee können wir eigentlich auflösen. Die sind jetzt regulär, das ist alles gut. So, dann das gleiche gilt eigentlich hier auch für die Armee im Osten. Die sind alle auch regulär. Das werden wir abbrechen. Okay, dann noch wieder rüber in den Westen. Jetzt geht es um die Luftwaffe. Was haben wir hier für... Wir haben hier 2 Bereiche, die interessant sind. Die Finnlandfront und Nordskandinavien. Wir haben, ich glaube, von Leningrad... Was haben wir in Leningrad stehen? Wir haben eine Jägerstaffel, taktischen Bomber, Marinebomber. Die werden hier zum Einsatz kommen. Und oder nein, wir machen es noch anders. Wir werden die taktischen Bomber... Die werden wir nach Nordskandinavien schicken. Wie kann ich das jetzt mal auswählen? Hier bitte. Ich will nur die taktischen Bomber dahin schicken. Ja, das hat funktioniert. So, und dafür wollen wir hier in Leningrad unsere 9 Flugzeuge zum Einsatz bringen. Nämlich die Luftnahunterstützung komplett als neue Staffel. Hervorragend. So, aus der Reserve 81. Sehr gut. So, und dann... Hatten wir unten, glaube ich, hier noch irgendwie so eine Billigjäger, wenn ich mich recht entsinne. Ja, in Odessa. Diese hier, die will ich gerne auch mit in den Norden ziehen. Ja. Wunderbar. Warum ist das rot gestrichelt? Weiß ich jetzt gerade nicht. Egal. Ich hoffe, die kommen, können in Nordskandinavien operieren. So, weil ich erwarte hier keinen großen Luftwiderstand. Da kann diese etwas schwächere Staffel ruhig operieren. So. Warum ist das da jetzt so blau? Weiß ich auch nicht. Dann haben wir die Luftstreitkräfte bewegt. Die Seestreitkräfte, das glaube ich alles in Ordnung. Dann können wir meines Erachtens erstmal weiterlaufen lassen und zuschauen, wie die sich hier hoffentlich alle so, wie sie sollen, positionieren. Ansonsten müssen wir eben nochmal nachhelfen.
Es geht ja eigentlich. Zehnter. Ja, sie kommen gut voran. Sehr schön. Das sieht ganz gut aus. Hier unten müssen wir das gleich mal uns angucken. Das ist nämlich ein bisschen viel. Das sind diese NKWD-Leute, die sind ganz gut zum Nachrücken. Hier sind die Panzer, das ist auch okay. Ich glaube, die zwei können wir mit gutem Gewissen schon mal abziehen. Erstmal hier hin. Ich habe wieder nicht strategisch fertig. Achso, da gibt es auch einen Shortcut. Sehr gut. Müssen wir vielleicht noch weiter. Noch weiter feintunen. Breite Frontoperation. Das passt, glaube ich, jetzt ganz gut. Beim Kampf über eine breite Front müssen mehrere Einheiten über große Distanzen koordiniert werden, auf operativer Ebene, nicht auf taktischer. Sehr schön. Unerbittliche Angriffe haben wir bekommen und der Nachschubbedarf reduziert sich. Das ist doch erfreulich. Und ich denke, wir gehen hier auch knallhart weiter. Panzerorganisation plus 2 bekommen Blitztaktik. So. Wie teilen wir das denn hier auf? Von denen muss auf jeden Fall noch einer rüber. Sonst sind das zu viele und einer noch. Okay. Das gefällt mir ganz gut hier. Wie sieht es aus mit den Stellungen? Ich möchte im Prinzip in jeder Provinz, in jeder Grenzprovinz soll einer stehen. Das ist entscheidend. Und da wollen wir eigentlich nur verteidigen und nur an den drei genannten Stellen wollen wir vorstoßen. Bevor wir uns um die Details kümmern, gucke ich noch mal ganz kurz, was hier mit unserem Sturm auf Peking los ist. Der ist noch, der läuft noch. Wisst ihr was? Wir werden die noch nachziehen, weil wenn wir den Krieg erklären, dann ist die Sache vorbei. Und das würde ich doch gerne noch erleben, diesen gloriosen Moment. Zurück zu diesem Kriegsschauplatz. So. Na, ich denke, wir warten mal komplett die strategische Verlegung ab, bevor wir jetzt hier irgendwas unternehmen. Hier scheint das abgeschlossen zu sein. So, das ist in Ordnung, aber hier fehlt was. Da schicken wir den hin. Hier sind zwei, das ist nicht nötig. Der kommt dahin. So, jetzt ist was schief gegangen. Zwei Panzer da. Nee, der sollte da nicht hin. Da ist was durcheinander gegangen. Der sollte ganz in den Norden. Tja, so ist das mit der Feindplanung von solchen Operationen. Und der sollte hier hin. So wollte ich das haben. Okay. So, dann können wir hier auch einen rausteilen und dahin schicken. Das ist auch in Ordnung. Und den schicken wir dahin, haben wir nur einen von den beiden. Ja, das ist auch in Ordnung. Gut. Das gefällt mir soweit. Sind wir jetzt fast ein bisschen zu fett hier vertreten? Mal gucken. Da oben stehen 4 und Unterstützungswaffen haben wir. Sehr schön. Prima. Durch die Entwicklung automatischer Waffen, die die Aspekte leichter und schwerer Maschinengewehre vereinen, kann unsere Infanterie ihre Ausrüstung vielseitiger einsetzen. Leider jetzt derzeit nur. Ah nein, auch für Gebirgsjäger immerhin. Nein, für alle. Sehr schön. Komplett. Verteidigung, Durchbruch für Infanterie. Verteidigung, Durchbruch plus 3 plus 10. Sehr schön. Prima. Das wird schon gebaut. Wie es aussieht. In was für einem Bereich sind wir denn hier? Können wir schon Pioniere 2? Nee. Noch nicht. Das ist alles noch zu früh. Brauche ich eigentlich gar nicht gucken. Wir haben ja noch nicht 39. Ich weiß gar nicht, ob das einfach mit dem 1. Januar dann gilt. Bin mir gar nicht so sicher. Hier wird auch geforscht. Sieht eigentlich alles gut aus. Wo machen wir jetzt weiter? Tja, synthetische Raffinerien oder höhere Produktion, bin mir jetzt unsicher. Oder gehen wir noch mal, ja, wir forschen mal das neue Radar noch mal.
Ist vielleicht ganz hilfreich. Was ist hier? Militärzugang erbitten von Volksrepublik China. Ja, das nehmen wir an. Gerne. So. Wenn wir jetzt hier so viele noch über haben, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, dann machen wir vielleicht doch diesen Vorstoß in dieser Engstelle. Ah, nee, ich glaube, ich habe mit diesen... Ah, ich hatte mit dieser Kavallerie nicht wirklich gerechnet. Aber eigentlich ist es okay. So, das wäre es eigentlich. Jetzt müssten alle richtig stehen. Zumindest so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und der Moment ist gekommen, wo man an einen ersten Vorstoß denken kann. Beziehungsweise an die Kriegserklärung. Wir werden einen von denen hier nochmal rüberziehen, um schön flankieren zu können. Und die sind, wie gesagt, erstmal nur zur Verteidigung da. So. Hier habe ich natürlich wieder die strategische Verlegung vergessen. Und der marschiert auch noch. Okay. Gut, Leute, die gehen noch auf ihre Stellung und dann ist der Moment gekommen, wo wir den Krieg erklären. Ich bin gespannt, ob wir das uns ausreichend durchdacht haben oder ob es überraschende Dinge gibt. Vor allem bin ich mal gespannt, wie kampfstark die gegnerischen Einheiten sein werden. Das kann ich überhaupt noch nicht einschätzen. Gut, 28. Dezember. Es wird jetzt echt ein Winterkrieg. Ich meine, wir könnten jetzt noch warten bis zum Frühjahr. Aber Gott, wir spielen Russland, wir spielen die Sowjetunion. Werden wohl im Winter hier klarkommen, oder? Mit dieser technischen Überlegenheit sollte das hoffentlich kein Problem sein. Leute, der Moment ist gekommen. Wir erklären den Krieg. Wir wollen erobern. Ich kann das nicht genauer ausrufen. Na gut, Verbündete werden wir nicht rufen. Rumänien soll jetzt hier nicht anmarschiert kommen. Da geht nur alles kaputt bei denen. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen, senden. Uiuiui. So. Wie? Ich wollte doch keinen... Hatte ich den Marker gemacht oder was? Naja, ich weiß es nicht. Der Krieg ist erklärt, liebe Freunde. Der Krieg ist erklärt. Wir müssen unseren Luftgeschwadern Missionen erteilen. Beide sollen jetzt hier Einsätze fliegen. Einmal Luftüberlegenheit und einmal Luftnahunterstützung. Aber vor allem unsere neuen Geschwader hier. Die brauchen nicht die Marinebomber erstmal nicht. So, Luftnahunterstützung, Luftüberlegenheit. 26% minus, das ist okay. Ja. So, das ist gut. Das ist sehr gut. Welches Luftgeschwader ist ohne Mission? Der Marinebomber da unten. Warum sollte der auch eine Mission haben? Was machst du denn hier so einsam? Egal. Jetzt kommt die Marine dran. Zum ersten Mal. Ein großer Moment. Wir werden mit unseren beiden Flotten, zuerst mit den U-Booten, erstmal auf Konvoi-Überfall gehen. Hier in die Ostsee. Und wir werden mit der anderen Flotte auf Suchen und Vernichten gehen oder auf Patrouille. Ich glaube, wir gehen mal auf Patrouille. Und mit unseren beiden Schlachtschiffen erstmals auslaufen. Und ebenso hier oben die U-Boot-Flottille auf, nicht Geleitschutz, auf Konvoi-Überfall. Wir wollen sie total abriegeln. Und hier gehen wir mal auf Suchen und Vernichten. Gut. Ja, unsere vier Divisionen. Ach, sie haben Peking nicht erobert. Ja, habe ich jetzt nicht abgewartet. Aber es war zumindest ein guter Versuch. So, hier steht nur eine Einheit. Wir werden jetzt massiv vorgehen. Habe ich hier irgendwie noch eine falsche Einheit drin? Die soll dann rausgeschmissen werden? Nein. Also wir marschieren hier erstmal komplett vor.
Die werden nicht alle da Platz haben, dessen bin ich mir bewusst. Ich bin mir übrigens auch bewusst, nicht, dass das jetzt jemand hier thematisiert. Ich habe es ja schon x-mal gesagt. Ich nutze hier nicht, für mich ist das ein Exploit, ich nutze nicht den Kampfbonus aus, den man bekommt durch das Aufladen des Angriffsplans. Finde ich lächerlich, mache ich nicht. Okay, so. Zwei Einheiten hier nach vorne. Panzer, einer hier hin. Die gehen dorthin. So. Okay. Der Rest verteidigt erstmal. Hier sind wir mit drei Einheiten da, deswegen versuchen wir es auch direkt mal. Gehen wir mal mit den drei nach vorne. Der Angriff dort in der Mitte. Und hier werden wir komplett mit den vier Einheiten einmarschieren und die machen hier kurzen Prozess. So, ich hoffe, jetzt habe ich erstmal alles in die Wege geleitet. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt kommt ein ganz fieser Cliffhanger, liebe Leute. Die Ausführung dieser hoffentlich grandiosen Pläne, die erlebt ihr dann in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.